Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute drei Tipps für eine harmonische Leinenbegegnung mitgeben. Ja, Klassiker, oder? Ihr geht spazieren und habt Probleme, wenn ihr mit eurem Hund auf andere Hunde trefft. In den meisten Fällen ist es so, dass eure Hunde vorab schon mal irgendwann eine negative Begegnung, sprich eine negative Prägung erlebt haben in Bezug auf andere Hunde oder in Bezug eben auf Leinenbegegnungen. Wenn das erstmal passiert ist, ja, dann ist auch der Mensch geprägt und hat dann auch nicht unbedingt die große Lust, wieder in die nächste Begegnung an der Leine zu gehen. Oftmals ist es so, dass viele Hundehalter, wenn sie schon einen anderen Hund sehen, anfangen, so eine negative Denkweise zu bekommen. Also sie denken schon über Probleme nach, obwohl noch keine da sind. Kennt ihr das? Ihr seht beim Spaziergang einen Hund auf Entfernung und schon bekommt ihr eine ganz andere Körperhaltung, eine andere Körpersprache. Und ihr sendet diese Signale dann an euren Hund weiter. Ja. Der setzt sich sofort das Blaulicht auf und sagt, ja klar, also mein Hundehalter sagt mir, da hinten kommt jetzt gleich ein Hund, es gibt bestimmt wieder Stress. Und dann geht der Stress schon los, bevor die Begegnung stattgefunden hat. Ich komme jetzt zu meinen drei Tipps. In erster Linie solltet ihr immer versuchen, ruhig zu bleiben. Ihr dürft eine ruhige Energie ausstrahlen. Textet euren Hund nicht zu. Und kommandiert ihn nicht durch die Gegend, reißt und zerrt nicht die ganze Zeit an der Leine. Nehmt ihn nicht kurz ans Halsband, sondern versucht Entspannung in die Situation zu bringen. Wenn ihr spürt, mein Hund ist noch nicht so weit, dann nehmt so ein bisschen Abstand von dem anderen Hund. Lauft also einen Halbmond. Nicht frontal drauf zugehen, sondern so ein bisschen den Radius erweitern. Das kann auf jeden Fall helfen. Habt eine gute, sichere Ausstrahlung. Eure Körperhaltung ist enorm wichtig. Also macht euch nicht klein neben eurem Hund, sondern geht stabil in diese Situation rein. Der nächste Tipp wäre, nehmt euch bitte immer ein Leckerchen mit. In erster Linie ein Leckerchen für euch. Ja, tatsächlich, ein Stück Schokolade, was ihr essen könnt, wenn ihr in so eine Begegnung kommt. Weil viele Hundehalter haben einfach Stress, wenn sie anderen Hunden begegnen. Und wie kann man dem Stress entgegenwirken? Indem man ein Stück Schokolade isst. Ja. Wirklich, versucht es einfach, probiert es aus und konzentriert euch nicht auf die Energie des Hundes, sondern auf eure Energie. Ihr solltet eine positive Ausstrahlung haben und wenn ihr dazu dann noch ein Stück Schokolade nascht, kann das helfen. Hört sich im ersten Moment seltsam an, also ich soll ein Stück Schokolade essen, wenn mein Hund Stress an der Leine hat? Ja, es hilft tatsächlich. Ihr könnt euch damit ein Stück weit beruhigen. Und lasst euch bitte nicht auf die Energie des Hundes ein, lasst euch auch nicht auf die Energie des anderen Hundehalters ein, wenn der keine Ausgeglichenheit in sich trägt. Ihr bleibt in eurer Ruhe. Wenn ihr eurem Hund etwas Gutes tun wollt, wenn er Stress bei der Leinenbegegnung hat, dann gebt ihm bitte eure Energie. Ihr braucht Liebe, Konsequenz und ihr braucht eine Klarheit. Ihr müsst selber entscheiden, will ich jetzt an diesem Hund vorbei oder will ich es nicht? Will ich jetzt, dass die Hunde Kontakt aufnehmen oder will ich es nicht? Also mischt bitte nicht schwarz und weiß, sondern einigt euch darauf, dass ihr ganz klar eurem Hund zeigt, was ihr wollt und was nicht. Setzt Grenzen, aber gebt auch Freiheiten. Und gerade bei der Begegnung an der Leine ist es enorm wichtig, dass ihr in eurer Energie bleibt. Lasst euch bitte nicht davon abbringen. Viele Hunde schaffen es tatsächlich, ihre Menschen bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs zu bringen, wenn es in die Leinenbegegnung geht. Aber Hunde brauchen, um wieder normal kommunizieren zu können, auch andere Hunde. Aber wie bekommt man das dann hin? Also mein Hund macht Stress an der Leine, ich kann also keinen Kontakt zu Hunden zulassen.
Und wie soll er dann lernen, wieder mit Hunden ganz normal in die Kommunikation zu gehen? Ihr braucht Zeit. Und da bin ich beim dritten Punkt. Ihr müsst ganz viel Geduld haben. Bitte macht das wirklich nicht im Hauruck-Verfahren oder mit dem Dampfhammer, dass ihr da hingeht und sagt, der Hund muss das jetzt ganz schnell lernen und der bekommt jetzt einen Halti an und dann beschmeiße ich ihn noch mit einer Wurfkette und dann... Also ihr braucht Geduld. Wenn euer Hund gelernt hat, dass er sich an der Leine schlecht verhält, dann dürft ihr erstmal bei euch hinschauen, in die Ruhe gehen und eurem Hund die gute Energie vermitteln. Wenn euer Hund dann an der Leine ausflippen sollte, dann bleibt bitte gelassen und ruhig. Geht euren Weg und schimpft nicht mit dem Hund. Textet ihn nicht zu. Bleibt bitte bei euch. Geht euren Weg, grüßt im besten Fall noch den anderen Hundehalter freundlich und atmet mal tief durch. Wenn es mal in die Hose geht, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dann ist das halt so, dann wird die nächste Begegnung halt positiver. Also, in der Ausgeglichenheit bleiben, wieder Kontakte zu Hunden auch aufnehmen, damit der Hund auch wieder lernt, seine schlechten Erfahrungen abzulegen, mal ein Stück Schokolade mitnehmen und dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg, was die Leinenbegegnungen betrifft. Ja, wer darüber mehr wissen möchte, ich habe auch einen wundervollen Kurs in Bezug auf harmonische Leinenbegegnungen. Schaut doch einfach mal bei mir auf der Seite. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr mehr von mir haben wollt, dann klickt hier unten und abonniert meinen Kanal.